Die Los Angeles Lakers sind eines der großen Sorgenkinder der neuen NBA-Saison. Spielerisch läuft es nicht wirklich, der Einsatz stimmt an vielen Abenden überhaupt nicht, die Stars passen nicht wirklich zusammen, Anthony Davis spielt nicht mehr wie ein All-Star, die Verletzungen sind ein großes Thema, es gibt wie man sieht also so viel, worüber man reden kann. Das Team ist Stand heute 6. im Westen und rankt beim Netrating nur auf dem 19. Platz, die Gründe dafür sind vielschichtig und lassen sich nicht an einem bestimmten Kritikpunkt festmachen. Ich hatte vor 2 Wochen eine Analyse über LeBron James gemacht, in der es darum ging, dass Father Time nun doch langsam anklopft und was macht er richtig? Eine 30-plus-Punkte-Performance nach der anderen, eine Spieler der Woche Auszeichnung. Nun, was ist da los? Lag ich mit meiner Analyse vollkommen daneben? War all das Gerede über die veränderte altersbedingte Spielweise, die abnehmende Athletik und schwindende Dominanz alles Quatsch? Nein, bei LeBron hat sich nicht viel geändert, was sich auch massiv verändert hat seit diesem Video sind die Rahmenbedingungen um LeBron herum. Denn James wird immer mehr als Center eingesetzt, eine richtig gute Entscheidung vom Coaching-Staff, die Lakers schießen Gegner vom Parkett runter, wenn LeBron auf der 5 spielt und ganz ehrlich, LeBron und 4 Shooter, wer hätte das kommen sehen? Wir schauen uns in den nächsten Minuten mal zusammen an, warum das so gut funktioniert, welche Schwachstellen diese Idee aber auch hat, warum ich den Lakers aber insgesamt trotzdem wirklich empfehlen würde, LeBron mehr auf der 5 spielen zu lassen. Aber das soll nicht die einzige Empfehlung in diesem Video sein, kennt ihr das? Ihr checkt welche NBA-Games in der Nacht laufen und überlegt, ob ihr wach bleiben sollt, ihr wisst aber nicht, ob ihr so lange durchhaltet? Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo Ferien bzw. Feiertage sind, kann das schon mal ziemlich verlockend sein, auch mal bis spät in die Nacht wach zu bleiben. Nehmt die Christmas Games am ersten Weihnachtsfeiertag, Warriors gegen Suns, Nets gegen Lakers, ich Wahnsinniger werde sogar alle 5 Spiele mitnehmen. Das schafft man kaum ohne Hilfe und die kommt von Holy Energy. Die Energy Drinks liefern genau das, was ich für lange NBA-Nächte brauche, ich bleibe wach, die besondere New Cap Formel pusht einen dauerhaft über mehrere Stunden. Aber nicht nur das, man muss keinen Kompromiss machen, wie man bei Holy sieht, geht es nämlich auch ohne Chemie. In den Drinks ist kein Zucker, kein Taurin, nur 100% natürliche Fruchtaromen und Farbstoffe, das unterscheidet Holy von allen anderen Energy-Herstellern auf dem Markt und für mich ist es mittlerweile auch besonders wichtig, wenn es um Energy Drinks geht. Momentan könnt ihr bei Holy den Weihnachtsmarkt zu euch nach Hause holen, im Shop findet ihr den brandneuen Christmas-Flavor, den ihr euch zusammen mit einer Holy-Tasse gönnen könnt. Kleine Empfehlung von mir, probiert das Ganze mal warm, das klingt vielleicht auf den ersten Blick merkwürdig, aber diese fruchtigen Säfte schmecken eben nicht nur eiskalt. Zum Ende meiner Erkältung, als meine Stimme noch weg war, habe ich den anderen limitierten Geschmack, den Lemon Lizard, auch mal heiß getrunken, was mit der Zitrone echt gut gepasst hat. Leider werden die Probierpakete, die sich ja viele von euch schon gegönnt haben, noch eine Weile ausverkauft sein, dafür gibt es aber eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wenn ihr also probiert habt und seid nicht überzeugt, schickt das Paket einfach wieder zurück und ihr bekommt entweder einen anderen Geschmack oder euer Geld zurück. Ich habe euch mal den Shop unten verlinkt, nutzt an der Kasse gerne einen meiner beiden Codes, einmal für Neukunden den Code JustAKid10, da bekommt ihr 10€ Rabatt auf eure erste Bestellung und dann für die, die schon mal bestellt haben, den Code JustAKid, dort bekommt ihr 10%. Ich freue mich wirklich, dass Holy ein langfristiger Partner von mir und meinem Kanal geworden ist und ich hoffe, ihr feiert den Stuff genauso wie ich es tue, Feedback natürlich immer gerne. Okay Leute, dann wollen wir mal, die Lakers haben bisher in dieser Saison mit James als Center ein überragendes plus 9,5er Netrating, offensiv spielt man um Welten besser als mit allen anderen Lineups, egal ob Jordan, Howard oder Davis auf der 5 spielen. Die Idee hierbei ist, dass man das Spacing neben LeBron maximiert, 4 kleinere Guards oder Wings an seine Seite stellt, so viel Shooting und damit verbundenes Spacing wie es nur irgendwie geht. Mello, Monk, Ellington, diese Scharfschützen hat man im Sommer schließlich nicht umsonst geholt. Außerdem kann man schwächere Werfer wie Westbrook oder Bradley besser verkraften, wenn sie die einzigen auf dem Parkett sind, nicht noch neben Davis und einem traditionellen Big Man spielen. Dass LeBron jetzt gerade so stark ist, ist nicht der Beweis, dass er nicht altert oder immer noch wie früher spielt, es zeigt vielmehr, wie abhängig er mittlerweile von Spacing geworden ist. Er braucht für seine Drives einfach solche sauberen 1 gegen 1 Situationen, das war früher anders. Schaut mal hier, die Lakers haben 3 Scharfschützen in der Dreierlinie, dazu Westbrook im Dunkerspot, das reicht schon, um LeBron die Help-Defense beim Post-Up vom Hals zu halten. Die Idee mit Westbrook im Dunkerspot gefällt mir bisher richtig gut, schau wie er hier genau dann in die Zone cuttet, wenn sein Defender seine Aufmerksamkeit auf James richtet. Gebt euch mal hier all diesen freien Platz in der Zone, in der Weakside steppt Mello den Pinscreen für Austin Reeves, kommt LeBron erstmal in diesen Bereich rein, dann gibt es als Defense nichts mehr, was du noch dagegen machen kannst. Aber James ist nicht der einzige in die Jahre gekommene Spieler bei den Lakers, dessen Game so sehr auf Athletik beruht hat und der mittlerweile so dringend wie nie von Spacing um sich herum abhängig ist. Auch Westbrook profitiert riesig davon, wenn James auf der 5 spielt, wenn kein traditioneller Center auf dem Parkett zusammen mit ihm steht und die Driving Lanes dicht macht. Schaut mal, wie mühelos er hier per Drive durchkommt und easy finishen kann. Es ist kein Zufall, dass die Lakers mehr am Korb und weniger aus der Midrange den Abschluss suchen, wenn James der einzige Big Man ist, er und Westbrook sind 2 vollkommen andere Spieler in diesen Aufstellungen.
Ich lasse mich nur sehr schwer zu so einer Aussage hinreißen, aber da sieht der Basketball fast sogar schön aus und das möchte schon was heißen bei diesem Lakers-Team. Schön ist auch, dass man endlich mal ein paar Spielzüge läuft, wenn James zusammen mit diesen Shootern auf dem Parkett steht. Das soll kein Disrespect gegenüber Anthony Davis sein, ich finde aber, dass die Lakers offensiv besseren Teambasketball spielen, wenn er gar nicht auf dem Parkett steht. Diese ganzen Post-ISOs und Angriffe, in denen er den Ball zu lange hält, nur um dann in diesen schwierigen Midrange-Wurf zu gehen, gibt es momentan einfach nicht. Stattdessen macht James das, was er am besten kann, den Ball in seinen Händen zu haben und dann mit seiner Spielübersicht, dem Basketball-IQ und den Passing-Skills-Würfen für die Mitspieler zu kreieren. Hier, das ist simple, aber effektive Offensive, THT curlt um den Pindown von Melo herum und LeBron findet ihn in genau dem richtigen Moment. Wieder, Spacing ist der Knackpunkt, Pinscreen von Horton Tucker für Anthony, er slippt den Screen anschließend, aber gebt euch mal, wie die ganze Zone frei ist, kein Grizzlies Defender ist in der Nähe, um die Punkte noch zu verhindern. Schaut, wie einfach das Rezept ist, du hast den besten Passspieler der NBA, Off-Ball-Movement und Spacing und das reicht eben schon gegen Regular-Season-Defenses in der Regel. Die Lakers laufen mehr Horns-Spielzüge, James sieht in diesem Spielsystem wie Nikola Jokic aus, cuttet ihr mal zum Korb, dann wird er ihn finden. Er kreiert auch Vorteile aus dem Post raus, hier gegen die Clippers, er kickt dann raus und dafür hat man im Sommer eben auch zum ersten Mal, seitdem er bei den Lakers spielt, Shooting an seine Seite gestellt. Die Lakers produzieren gute Looks, entweder nah am Korb oder in der Dreierlinie am Fließband, weil gegnerische Defender einfach nicht von ihrem Matchup weghelfen können und weil die Wege in dieser quasi 5-Out-Offense einfach auch weiter sind als sonst. Es ist schon witzig, genau das, was wir von Anfang an wollten, mehr Spielzüge, schaut, was passiert, wenn man ein Play für Wayne Ellington läuft. Und was mit Westbrook passiert, es geschieht nämlich genau das gleiche, was in der zweiten Saisonhälfte nach dem Capella-Trade damals in Houston passiert ist. Aber ich möchte diese Plays jetzt auch nicht zu sehr in den Himmel hoben, denn oft genug passiert auch genau das hier, nämlich gar nichts. Denn wenn der Ballhändler an sich keinen Vorteil kreiert und die Off-Ball-Plays zu einfach durchschaubar sind, dann passiert nämlich überhaupt nichts. Dann kann es nämlich auch hässlich werden, die Lakers täten also gut daran, nicht zu einfallslos zu werden. Denn so etwas wie hier kennen gegnerische Defenses gerade in Playoffs im Schlaf durchschauen und adäquat verteidigen. Nun, wenn LeBron der Center ist, dann muss er eben auch mal wie einer spielen und dazu gehören auch mal Pick-and-Roll-Positions mit ihm als Screener, überaus erfolgreich bisher in dieser Saison. Da kommt nämlich auch die sekundäre Shot-Creation von den Kollegen ins Spiel, Leute wie THT, Monk oder wenn er wieder da ist, Nunn, können nochmal ein Pick-and-Roll laufen. Schau euch das Spacing an, der beste Shooter im Team in Ellington steht in der Strong-Side, auf der anderen Seite bewegt sich Melo, die Clippers haben keine Chance. Oder hier, das Leben kann so einfach sein, wenn der Dunkerspot nicht besetzt ist. Aber auch als Ballhändler bleibt James in Ballscreen-Situationen dominant, dieses Inverted, also umgekehrte Pick-and-Roll mit einem kleineren Guard oder Wing als Screener läuft er schon seit Jahren sehr gerne, in diesen Aufstellungen bietet sich das dann aber wirklich auch mal an. Hier sieht man dann, warum das auch so hervorragend funktioniert, Gegner wollen ihre Point Guards nicht an den King heranswitchen, wodurch sie immer wieder freie Räume für die Screener öffnen. Darum bieten sich solche Slipscreens immer wieder relativ gut an, der Screener hier Reeves stellt den Block nur minimal kurz, bevor er dann zum Korb geht, gebt euch mal diesen genialen Pass. Oder hier gegen die Clippers im Zusammenspiel mit Malik Monk, gönnt euch wieder dieses wunderbare Spacing. Speziell mit Austin Reeves gefällt mir diese Harmonie richtig gut, das erinnert immer wieder teilweise an die Connection, die Alex Caruso und James hatten. Hier, ein klassisches Advantage Creator, Extender und Capitalizer Beispiel, LeBron kreiert den Vorteil, Reeves erweitert diesen fantastisch, Westbrook dann noch einmal, Melo kann schließlich Kapital daraus schlagen. Und was auch oft super funktioniert, sind solche Ghost Screens eines Movement Shooters für James, hier back to back gegen die Indiana Pacers, die beide Male keinen blassen Schimmer haben, wie sie das verteidigen sollen. LeBron schreibt beim Drive so eine Gefahr aus, da kann es schnell passieren, dass jemand wie Ellington zu einem sauberen Look kommt. Also, die Offensive mit James auf der 5 funktioniert traumhaft bisher, was nicht wirklich überraschend ist, wohlgemerkt aber jetzt auch nicht gegen angsteinflößende Defenses. Aber, und ich hatte das gestern auch schon getwittert, es gibt eine Kehrseite der Medaille und das ist die Verteidigung. Denn die Lakers haben massive Probleme zu verteidigen ohne Anthony Davis, es fehlt einfach Rim Protection, man kann Gegenspieler weder vom Korb fernhalten, noch kann man sie dort dann adäquat verteidigen. Das war schon ziemlich dolle einfach für gegnerische Offense in den letzten Spielen und wir reden hier über Teams wie Orlando oder OKC, die offensiv nichts mit Teams zu tun haben, gegen die man in den Playoffs spielen wird. Dass die Lakers weiter draußen gekocht werden, ist ja nichts Neues, das passiert eben, wenn man gleich 4 hervorragende Perimeter Defender in der Offseason ziehen lässt. Daran hat sich nichts geändert, in diesen kleinen Aufstellungen fehlt dann aber die Rim Protection von AD oder das Shotblocking von Dwight. Hier, ich meine, was möchte man erwarten, wenn man mit Carmelo Anthony im Drop verteidigt?
Alles, was LeBron da oft tun kann, ist zu versuchen, ein Offensivfoul zu ziehen, aber so verteidigen nun mal Defender, die es nicht anders können. Natürlich, ab und zu haut James dann auch nochmal einen Block raus, das muss man ihm lassen, allerdings hat das nicht viel mit konstant guter Rim Protection zu tun. Ähnlich bei Westbrook hier, den blockt er vielleicht einmal bei 5 Drives, die anderen 4 sind dann aber eben drin. Oft enden solche Angriffe wie hier gegen die Grizzlies, LeBron lässt den Drive zu, versucht dann zu blocken, aber da sind wir dann wieder bei der guten alten Father-Time-Geschichte. Diese Defense ist der Grund, warum ich das Konzept nicht wirklich für Playoff-tauglich halte, da man einfach abgeschlachtet wird und niemand den Korb beschützt. Klar ist dein AD wieder am Start und das wird auch gar nicht so oft nötig sein, aber ich muss hier denke ich jeden enttäuschen, der hier die wunderhafte Lösung für alle Lakers-Probleme sieht. Was ich aber sagen muss, die Lakers haben ihre Gegner in diesen kleinen Aufstellungen das ein oder andere Mal mit ihrem 1-through-5-Switching aus dem Konzept gebracht, mehr Wing-Defender bedeutet eben auch, dass man schneller ist und aggressiver verteidigen kann. Meine Meinung zu der ganzen Sache ist, dass am Ende des Tages es weniger auf die Resultate aus diesen kleinen Aufstellungen ankommt, sondern das, was Frank Vogel und der Coaching-Staff daraus mitnehmen und in den größeren Aufstellungen anwenden kann. Dieses Ball-Movement, Spacing, LeBrons Rolle in der Offense, all das funktioniert ebenfalls bestens mit einem gewissen Anthony Davis und die Lakers haben dieses Jahr nur eine Chance auf den Titel, wenn dieser wieder wie ein Superstar spielt. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Schreibt es mir immer gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, unten findet ihr den Link und die Codes für Holy Energy, checkt das Ganze wirklich gerne mal aus, das ist eine Win-Win-Situation, ihr bekommt einen geilen Energy-Drink und supportet mich und diesen Kanal gleichzeitig, was will man mehr. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.